Hey Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit dabei, der Erik. Natürlich, wenn es um Testen geht. Fachliche Kompetenz ist immer wichtig, deswegen ist Erik mit dabei. Und wir testen heute Fleisch-Burger-Patty-Alternativen. Quasi Pulver, was du dir anrührst und dann formst zu Burger-Patties. Ja, da haben wir einmal Early Green und von Cream Formers. Das von Early Green besteht zum Großteil aus Sojaprotein und Erbsenprotein. Oh, das sieht bei Green Force schon ganz anders aus. Hier steht extra sogar drauf, glutenfrei, sojafrei, ohne Farbstoffe, ohne Allergene, ohne Geschmacksverstärker, ohne Süßstoffe und ohne Laktose. Da kann ich dir sagen, gell? Also Laktose ist ja nicht drin, ansonsten ist ja alles drin, was du gerade hier vorgelesen hast. Okay, also hier besteht hauptsächlich aus Erbsenprotein, danach kommt Mais und Reis und dann noch diverse Verdickungsmittel und was halt sonst noch so da reingehört, Öle, Gewürze. Dann können wir schon mal sagen, von Inhaltsstoffen her klingt das auf jeden Fall schon mal bei weitem vielversprechender. Von der Herstellung ist hier relativ leicht erklärt, große Bilder für dumme Leute. 200 ml Wasser, bisschen Öl dran, durchgehen, 10 Minuten ziehen lassen, Form braten. Ja, ähnlich hier, auch mit einem kleinen Bilderaufschlüssel auf der Rückseite. Wasser verkneten, Form ziehen lassen, nochmal 30 Minuten und dann braten. Riecht jetzt so ein bisschen nach Brühpulver. Ja, okay, aber, na gut, euch getrocknetes Gemüse. Aber jetzt das nicht so eklig krass. Das ist schon noch okay. Leicht rote Färbung, weil sie der Burgerfleisch imitieren wollen. Wäre jetzt meine Frage, wenn wir schon immer vegetarisch gelebt hätten und jetzt das Fleisch für uns entdecken zum Essen, würden wir dann Fleisch so schnitzen, dass es Karottenform hat zum Beispiel? Und das dann braten? Dann würden wir es so braten, wie es Fleisch ist. Das ist eine gute Frage. Lass uns, genau, lass uns eine Fleischkarotte machen. Ja. So, das steht jetzt eine halbe Stunde, steht hier, dass das ziehen muss. Das Green Force Zeug. So, bei dem anderen brauchen wir nur 200 ml Wasser. Das muss nur 10 Minuten ziehen. Und dann kann man schon formen. Wie riecht das? Irgendeine ganz bestimmte. So eine frische Note hat das irgendwie. Riechen tut es besser wie das andere, würde ich sagen. Das stimmt, großtechnisch. Hat es jetzt nicht so diese Brühpulvernote. Mal gucken, ob es jetzt auch rot wird. Natürlich. Ja, bei rote Beete-Pulver, was du da gelesen hast. Wie viele Patties soll man herauskriegen? 3 bis 4 Burger-Patties. Also weiß ich, wie weit das jetzt noch aufgeht. Aber also 2, würde ich sagen, wenn wir noch maximal. Ja. Also wenn wir gnädig sind, machen wir 2. Okay, man merkt jetzt schon, ja, das braucht nicht so lange. Ja. Was aber auch darauf schließen lässt, dass hier noch mehr Verdickungsmittel, also wesentlich mehr dran ist. So, dann haben wir hier die erste Masse. 10 Minuten sind vorbei. Das ist auf jeden Fall fest. Ja, es fühlt sich auch ein bisschen an, so wie gehacktes. Aber wie so richtig fein gekuttertes gehackt ist. Mhm. Schauen wir mal. So, du musst rollen, es tut mir leid. Also mein Finger, das geht nicht. Das kann mich also nicht dreckig machen. Du blöder Wichser! Genau, du blöder Wichser! In der Zeit stelle ich mich in die Ecke und schneide hier schon mal ein bisschen. Das sieht einfach aus wie Hack. Das hat schon, ja. Aber es riecht halt ganz anders. Ja, es riecht völlig anders. Ich weiß jetzt nicht, wie stark es eingeht beim Braten. Ja, mach so 3 draus. Ich denke mal so, dass man die Größe von dem kleinen Burger. Ja, einen kleinen Burger. Also machen jetzt gehen 180 Gramm Patty, was normal wäre für einen Burger. Ja. Ich glaube, auch mit der Größe haben die vermutlich auch gerechnet. Ja. Mit einem kleinen Burgerbrötchen. Kinderburger. Ja. Aber man muss sagen, optisch ist doch recht gut getroffen. So auf den ersten Blick. Optisch sieht es gut aus. Optisch? Ich auch. Also jetzt so roh, geschmacklich. Klar ist es wie als hättest du so wirklich so einen Instant-Brühlöffel gegessen. Hm. Ich sag mal so, wer drauf steht, gell? Für den ist es das Größte. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, manchmal so ein kleiner Löffel Rinderbrühe auf dem Pulverfass. Oh. Muss das schon mal sein.
weil wir wieder zu wenig Glutamat im Körper hatten. Ja, mit dem Stoff. Jetzt an sich die Vorverarbeitung ist super schnell gemacht. 10 Minuten, das fix angerührt. Schnell die Frikadellen gerollt. Nehmen wir uns schon mal einen Burger vor. Dafür brauchen wir einen Löffel. Nehmen unsere Barbecue-Soße, natürlich selber gemacht. Wenn ihr ein Rezept dafür haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es 3 Leute geschrieben haben, mache ich es natürlich. Wenn 2 Leute geschrieben haben, vielleicht auch. Wenn einer schreibt, wahrscheinlich auch. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe natürlich, wenn wir hier Burger machen, noch pflanzlichen Burgerkäse, Cheddar-Style mitgeholt. Das ist alles keine Werbung. Wir müssen es selber bezahlen. Okay, ja, es ist wie als ob Fleischsaft austritt. Also optisch, gell? Richtig schön Medium Burger. Fast rare, aber optisch klasse. Geil. Geht's um geschmackliche Purverkostung. Geschmacklich ist okay. Ist jetzt ist halt Hackfleisch. Ja. Empfehlung wäre noch etwas zu würzen beim Braten. Irgendwie was Spezielles, was Cooles reinmachen. Ja. Was halt nur, was man halt auch vorher schon gesehen hat, ist halt sehr fest. Mhm. Geil. Bisschen wie so eine bröckliche Schuhsohle. Saftig ist es. Keine Frage. Saftig, aber trocken. Ist schon gut. Ich dachte, eine trockene Konsistenz. Es ist nicht trocken, aber die Konsistenz ist so. Fühlt sich irgendwie im Mund so an. Der Käse ist irgendwie nicht so zu laufen, wie ich gehofft habe. Der geht zwar hier nicht, aber der ist irgendwie weiterhin so fest. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn es so ein Burger ist, könntest du es mir auch als Patty verkaufen. Ja. So, jetzt kommen wir zum zweiten Burger. Der sieht gleich optisch ein bisschen weicher aus. Ja, es fühlt sich auch nicht so fest an wie das andere von gerade eben. Was sagst du zur Verarbeitung? Ja, ist etwas besser als die andere. Jetzt sieht er optisch. Sieht auch noch hackiger aus. Genau, optisch muss man schon sagen, sieht viel mehr nach Hackpatty aus. Also noch mehr als das andere. Das andere sah schon echt gut aus nach Hack, aber das sieht noch mehr danach aus. War die Menge in beiden Tüten dieselbe? Nee, bei der, die man als erstes hat, war 100 Gramm, bei der 150. Also okay, ist ein bisschen mehr. Gut, deswegen bekommen wir auch mehr raus. Ich wollte gerade sagen, weil die wäre nämlich ergiebiger, hier bekommen wir 4 Patties raus. Ist aber auch 50 Gramm mehr Masse. Ja. Sollst du auch ca. 6 Burger Patties draus formen können. Ja. Sagen wir 4. Also Kinderburger. Ja, sagen wir 2-3 große. Weißt du, was wir nebenbei machen können? Wir bauen uns einen Burger zusammen. Ja, mal ganz anders. Wir nehmen diesmal Barbecue-Soße, Salat, Gurke und Tomate. Aber das Brötchen ist geröstet. Das gibt natürlich Pluspunkt für den Burger. Nein. Was ich sagen muss, es klebt in der Pfanne. Aber hat nicht geklebt. So, der Anschnitt am Burger-Patty. Kommt jetzt nicht so der Saft raus, aber ich sag mal so. Naja, nee. Muss ja auch jetzt nicht, aber optisch, boah. Also noch viel näher am Fleisch, optisch geht schon fast nicht, ne? Hier hat man eine richtige Kruste. Das stimmt, das hat sie beim anderen nicht gehabt. Das hat eine richtige Kruste. Ähnlich wie auch Fleisch bekommen vom Braten. Ich muss sagen, Ihnen das ist mir beim anderen besser gefallen. Das war zwar fester, aber hier ist es wie Brei. Breiig. Ja, und geschmacklich. Schmeckt nach nichts. Also geschmacklich und konsistenzmäßig würde ich den Punkt an Early Green geben. Wenn Early Green das nachfragt, wie man die leckere Kruste hinbekommt, dann wäre das perfekt. Wäre das super. Haftig sind beide, so wollen wir keinem absprechen, sag ich mal. Hier ist die Kruste schöner, aber die Konsistenz, wenn man es isst im Inneren, ist bei dem Early Green eindeutig besser. Dann essen wir es jetzt nochmal als Burger. Ist auch dadurch, dass das so bröcklich ist, gefühlt trockener im Mund. Fazit. Erik ist noch am Kauen, aber wir können ja schon mal anfangen mit dem Fazit, sonst zieht sich das ja noch Stunden hin. Im Endeffekt, inhaltsstoffmäßig, Green Force vorne. Ganz klar. Für die Optik hat es einen, stimmt, für die Optik hat es noch einen Punkt gekriegt, was auch
sehr nah am Fleisch dran, wenn du willst, dass dein Burger nach Fleisch aussieht. Wenn du natürlich einen veganen Patty haben willst, der nicht nach Fleisch aussehen muss, ja, dann ist es vollkommen egal, dieser Punkt. Bei Early Green war die Zubereitung unglaublich schnell. Richtig. Nicht geklebt. Weder an der Pfanne, Händen natürlich jetzt auch geklebt. Aber ja, ein bisschen Wasser und dann ist das, wenn ein bisschen Wasser dran ist, ist es nicht so schlimm. Da liegt es ganz klar vorne und dann geschmackskonsistenzlich dieses Zusammenspiel von den beiden. Ja. Ist Early Green wirklich Early vorne als erstes? Ja. Early Förster. Also letzten Endes haben beide zwei Punkte gekriegt. Ja. Aber für mich der wichtigste Punkt, den hat Early Green gekriegt. Ja. Das heißt, wenn ich mal wieder so etwas essen möchte oder für jemanden machen würde, würde ich Early Green holen. Ja. Weil wenn du dir sowas gönnst, dann sind die Inhaltsstoffe an sich in dem Moment auch vollkommen egal. Erstmal zweitrangig, ja. Es war ja nichts Schlimmes drin. Nein. Es war einfach nur mehr drin. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr solche wenn ihr noch mehr Produkte getestet haben wollt, abonniert jetzt den Kanal, gebt noch einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Produkttest. Macht's gut. Tschüss.